Hi, hier sind nochmal Eggers und der Engelhardt aus der Morning Rock Show und wir sind hier mit den Scorpions. Wir stehen in der Heinz von Heiden Arena in Hannover und sprechen über 60 Jahre Scorpions. Nächstes Jahr, Jungs, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Und erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, schon mal ein bisschen vorgegriffen, aber das wird man wohl mal sagen dürfen. 60 Jahre unterwegs und jetzt sind wir hier gleich in der Heinz von Heiden Arena eben, weil hier euer großer Geburtstagsgig nächstes Jahr am 5. Juli stattfinden wird. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was erwartet uns? Eine geile Rockshow auf jeden Fall. Natürlich mit vielen Gästen, unter anderem unsere lieben Freunde Judas Priest, die natürlich hier richtig fett aufschlagen werden. Und es kommen noch ein, zwei weitere Live-Acts dazu und natürlich viele befreundete Musiker, Freunde national, international, die mit uns die Bühne teilen an dem Abend und mit uns diesen runden Geburtstag würdig zu feiern werden. Hammer. Ein, zwei weitere Musiker sind wir natürlich schon direkt gespannt. Habt ihr noch ein, zwei Namen für uns über? Wer kommt da noch? Auf wen dürfen wir uns freuen? Name-Dropping ist ein bisschen früh. Ja, aber es werden natürlich Musiker wie Uli John Roth mit dabei sein, ja, der in den 70ern bei uns gespielt hat. Und ja, Doro kann man auch schon sagen. Super. Die ist natürlich auch. Wir waren gerade im Wacken, haben zusammen gespielt. Und kommen noch viele andere dazu. Wie gesagt, national, international. Cool. Soll eine möglichst bunte Mischung werden. Und wir wollen einfach ein super geiles Programm zusammenstellen für die Fans, dass sie alle Spaß haben und hoffentlich nicht nur aus Hannover oder aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt kommen, um in unserer Heimatstadt mit uns zu feiern. Rudolf, jetzt wenn die Scorpions einladen zum Geburtstag, da wollen bestimmt alle kommen, aber gibt es auch noch so einen auf der Liste, den du dir wünschen würdest, wo natürlich klar so früh noch nicht klar ist, aber gibt es so einen Wunschkandidaten? Ja, da gibt es einiges. Aber das Problem ist, dass zu der Zeit sehr viel auf Tournee sind. Jimmy Page würde ich zum Beispiel ganz gut finden. Ja, ich Robert Plant. Ja, oder genau. Also wir können uns eigentlich aussuchen, was wir wollen. Das Problem ist nur, dass zu der Zeit viele Leute schon unterwegs sind, die Festivals und machen. Und da kann man nur das nehmen, was wirklich noch Zeit hat und so weiter. Wir sind gespannt. Wir haben jetzt gesehen, also es gibt eine eigene Scorpions-Briefmarke dafür und es gibt vor allen Dingen auch ein eigenes Scorpions-Museum. Was können wir da Schönes sehen? Was habt ihr so an, ich meine, in 60 Jahren, da sammelt man ja jede Menge. Was gibt es da für schöne Teile zu gucken? So. Tja, die Museumsidee, die ist, glaube ich, jetzt speziell, also nichts Permanentes, sondern ist hier nur um dieses Event herum geplant. Das vor allem für die Fans, die jetzt von weit her kommen, aus Amerika, aus Korea, wo auch immer, weltweit, dass die werden ja nicht nur für einen Tag nach Hannover kommen, sondern auch vielleicht so ein bisschen Hannover sich anschauen wollen, da wo die Scorpions eben geboren und aufgewachsen und gegründet wurden und dass da vielleicht so ein bisschen Memorabilia, historische Sachen, dass die sich das in Ruhe zu Gemüte führen können. Und dann, also sowohl vor als auch nach der Show ist das geplant für noch einige Tage, für die, die noch ein bisschen Zeit in Hannover verbringen wollen. Ach, verrat doch mal ein bisschen, was ist da ein T-Shirt? Wir haben zum Beispiel unseren alten Skorpion, den wir früher hatten, also der auf der Bühne war. Auch vielleicht die Bühnenklamotten in der ganzen Karriere, die Instrumente. Goldene Platin und so weiter. Also alles, was so den Fan begeistern wird. Klaus, du kennst auch das Klischee von Hannover, die langweiligste Stadt Deutschlands. Warum trotzdem Hannover? Ich meine, ihr spielt auch Residency in Las Vegas und wo auch immer. Warum Damit Hannover? Damit es nicht so langweilig ist hier in Hannover. Ganz einfache Sache. Nee, widersprechen vehement. Und das ganze Hannover-Bashing, das kennen wir ja auch. Aber gerade deswegen, wir wollen für die Fans hier das in Hannover machen. Es ist ja auch am Ende, ist es ja auch wirklich ein Bekenntnis für unsere Heimatstadt oder zu unserer Heimatstadt. Und Hannover wird ja oftmals so ein bisschen fliegt unter dem Radar. Aber es ist eine coole Stadt und wir leben hier seit so vielen Jahren und reisen um die ganze Welt. Klar ist schon in L.A. und anderswo. Aber Hannover, das ist eben Family and Friends. Hier sind unsere Freunde, hier sind wir groß geworden, hier haben wir viele Erinnerungen, speziell aus den Anfangszeiten. Und deswegen macht es total Sinn, diesen Geburtstag auch hier in Hannover zu feiern. Und wir werden schon genügend Power machen. Und unsere Freunde auch von der Metal-Gott Rob Halford von Judas Priest, wir werden die Leute hier schon in Stimmung bringen, da mache ich mir keine Sorgen. Also Wacken auf jeden Fall dann vielleicht an Stelle 2 nächstes Jahr, sondern Hannover an der 1. Im Moment fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Mini-Wacken. Ja,
Cool. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall so ein bisschen Festivalcharakter haben. Super. Wie ist das bei 60 Jahren, wenn man jetzt sagt, boah, Alter, 60 Jahre auf der Bühne, das hat ja auch nicht jede Band, im Zweifel sogar ganz wenige nur. Da denkt man doch auch bestimmt mal ein bisschen nach, lässt das nochmal so Revue passieren. Was sind, Rudolf, zum Beispiel so deine Highlights aus den 60 Jahren? Was würdest du sagen, boah, das werde ich nie vergessen? Ass-Festival, Rock in Rio. Es sind dann so viele Sachen, ich meine, das kann man alles gar nicht aufzählen. Ne? Und fällt auch einem nicht so ein. Gorbatschows Auftritt, den wir hatten im Kreml zum Beispiel, das war auch, wenn man bedenkt, das war für uns alles damals verschlossen. Und dann wären wir da mit der Limousine durch Tor 13 gefahren und gehen dann und spielen da. Das ist also, das hat da keiner geglaubt, dass sowas passieren würde. Und es ist passiert. Ja. Das ist der Wahnsinn, dass wir uns als Menschen darstellen, die nicht wie Panzer kommen und Krieg machen, dass eine neue Generation in Deutschland aufwächst. Die noch nicht mit Panzern kommen und Krieg machen, sondern die mit Gitarren kommen und Love, Peace und Rock'n'Roll spielen. Ist auf jeden Fall in diesen schwierigen Zeiten im Moment, ist es gut, wenn Künstler da draußen auf der Bühne stehen, nicht nur wir, sondern generell. Und für die Fans, die Musikfans, einfach die Möglichkeit geben, den Alltag und die zum Teil ja brutale Realität mal ein bisschen auszublenden und in diese Rock'n'Roll-Bubble einzutauchen mit uns und sich mal entführen zu lassen für einen Moment in die emotionale Welt, in die Welt der Musik. Einfach mal abschalten von dem Wahnsinn, der da draußen passiert. Und deswegen ist gerade jetzt in der heutigen Zeit alle Künstler, die da draußen unterwegs sind, das ist einfach enorm wichtig für unser aller Seelenleben. Ja. Matthias, du hättest eine Zeitmaschine. Welchen Gig würdest du noch mal machen? Ja, uns liegt es ja nicht so mit der Wiederholung. Also die gleichen Highlights, die eben schon erwähnt wurden, habe ich natürlich auch in Erinnerung. Könnte ich jetzt noch mal sagen, statt dreimal Madison Square Garden hätten wir vielleicht ein vierter Mal ausverkaufen können, damit wir das nochmal machen können. Aber da haben wir auch gerade gespielt. Also wir haben so viele Highlights, dass man wirklich sagen kann, eine ganz besondere Karriere. Du hast mal im letzten Interview von dem San Bernardino Festival erzählt. Ja. Das weiß ich noch. Das ist das sogenannte US Festival, also US Festival. Das ist im San Bernardino Valley. So ein bisschen Inland von Los Angeles, vielleicht so 50 Meilen. Und da waren über 300.000 Leute. Das war für uns, sagen wir mal, sah schon gut aus in Amerika 1982. Aber dann 83 mit diesem Festival und 84 mit Love It First Sting, Rock You Like a Hurricane, Still Love You und so weiter. Das hat uns so nach oben katapultiert, dass wir die ganzen 80er in Amerika natürlich ganz weit oben waren. Jetzt sind wir bei 60 Jahren. Ist da denn jetzt nächstes Jahr damit zu rechnen, dass ihr sagt, wir machen bei 60 Jahren jetzt Schluss? Oder geht's weiter? Ist nicht mit zu rechnen, weil das wäre ja auch kein schöner Gedanke, jetzt so einen schönen Geburtstag zu planen und dann zu sagen, okay, und danach, das war's. Und ich meine, ich kenne ja Rudolf, der denkt ja schon über den 70. nach. Also wir sind Ende der 80er mal gefragt worden, hier in Deutschland, wie lange wollt ihr das noch machen? Ende der 80er. Mhm. Und da weiß ich noch, habe ich geantwortet, solange wir die Rolling Stones das machen, können wir das auch machen. Richtig. Das ist das und super. Das gilt das bis heute. Ja. Die schönste Frage ist immer, wenn man jemanden trifft, den man lange nicht gesehen hat oder der einen auch nicht so wirklich kennt, der sagt, Mensch, macht ihr noch was? Ja. Ja. Und man kann immer sagen, ja. Noch besser ist die Frage an der Tankstelle, nicht auf Tour. Auch sehr gut. Ja. Und ihr lasst euch auch durch nichts ruhig zu bringen hier. Du hast dir richtig wehgetan. Wir haben darüber berichtet, ihr musstet auch absagen, Konzerte natürlich. Ja, leider. Ich bedauere es, aber es war ein Unfall. Genau. Hat damit nichts zu tun. Aber ne, es gibt ja auch, ich sag mal, Leute in eurer Situation, die dann auch sagen, boah, sowas hat mich so zurückgeworfen, ich habe jetzt ein gewisses Alter, ich habe eine Karriere, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen aufzuhören. Aber ihr sagt, nein, im Gegenteil, das ist ein Zeichen zu sagen, wir stehen wieder auf, wir machen weiter. Also ich habe schon, als ich da gestürzt bin, mit der Treppe runtergefallen, 16 Stufen, das ist nicht wenig, habe ich ehrlich gesagt Glück gehabt, dass ich noch gerade gehen kann. Hätte auch anders ausgehen können, aber so, da gehen einem in der ersten Sekunde unheimlich viele Dinge durch den Kopf, ärgert man sich über die Blödheit. Dann checkt man natürlich sofort, wusste ich, an zwei Stellen ist was kaputt, der Rest ist allerdings voll in Ordnung, auch gleich gemerkt. Aber was ich dann später mal gedacht habe, ist, manchmal weiß man nicht genau, was das Schicksal so mit einbringt.
vielleicht ist so nach dem Hamsterradleben eine kleine Auszeit gar nicht so schlecht. Noch kurz letzte Frage. Das letzte Mal haben wir uns getroffen zum Rockbeliever-Album. Da haben ja auch schon viele vielleicht nicht mehr damit gerechnet, dass nochmal neue Musik kam. Aber ihr wart wieder mit voller Power zurück. Arbeitet ihr schon wieder an neuer Musik? Kann man da schon irgendwas verraten? Ist noch zu früh. Sagen wir, es gibt Ideen und natürlich, wenn du kreativ bist und bist ein kreativer Songwriter, dann hört das ja nicht auf. Das ist ja nichts, was du abstellst, sondern wenn du Ideen hast, dann schreibst du die auf und hoffst, dass irgendwann der Tag kommt, wo daraus ein Stück Musik wird. Und wenn diese Momente öfter passieren sollten, was man nie vorher genau weiß, dann ist es vielleicht auch irgendwann eine gute Idee, mal wieder ins Studio zu gehen und einfach mal zu gucken, was geht. Ja? Aber geplant ist nichts, macht auch keinen Sinn im Moment. Wir sind, wie gesagt, im nächsten Jahr mit vielen Konzerten, im Moment sind es schon mal über 30, schon ganz gut am Start. Da wäre überhaupt keine Zeit für so eine Geschichte. Deswegen planen tun wir es nicht. Aber wenn der Moment mal kommt, dass wir einfach die Studioatmosphäre vermissen und es sind auch genug Ideen da, die es sinnvoll machen, auch mal wieder daran, sich das zu vertiefen, das neue Songs und neue Themen, dann immer. Und das können wir, glaube ich, noch eine gute Zeit machen. Auch darüber hinaus, wenn wir vielleicht irgendwann nicht mehr live auf der Bühne stehen. Das können wir immer noch machen. Ja. Und, aber jetzt lassen wir mal auf uns zukommen. Geplant ist im Moment jeweils nichts. Wir genießen den Moment und genießen natürlich auch den Hype, den Hannover-Konzerts gemacht haben, jetzt in den letzten Tagen für die Pressekonferenz heute, die übrigens in der ganzen Welt auf Instagram verfolgt werden konnte. Ja. Viele Eintragungen aus aller Welt eigentlich, das ist großartig und zeigt einfach, wie viele Fans wir haben und dann haben wir natürlich auch wieder Bock darauf, für die zu spielen. Ne? Also Klaus, du hast gesagt, 30 Gigs stehen schon wieder an nächstes Jahr, aber der einzige in Deutschland ist hier zu eurem großen Geburtstag, 60 Jahre Scorpions in Hannover in der Heinz von Heiden Arena. Und wir freuen uns schon total drauf und sagen jetzt erstmal vielen Dank und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. So ist es. Okay, so machen wir es. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen, euch alle zu sehen, Radio 21 Hörer. Wir sehen uns am 5. Juli 2025. We rock you like a hurricane!